Im historischen Kern von Bad Münstereifel leben heute etwa 6000 Einwohner. Die Gründung des Ortes um 830 geht auf eine Klostergründung des Abtes von Prüm mit dem Namen Novum Monasterium zurück. Die Schenkung der Gebeine des Märtyrer-Ehepaares Chrysanthus und Daria von Papst Serpius II. An das Kloster im Jahre 844 führte zu einer regen Wallfahrt nach dem dann genannten Monasterium in Eiflia. Um 1300 baute der im Rheinland viel zitierte Graf von Jülich die Burg und die Stadtmauer. Ein gut 2 Kilometer langer Abschnitt der Stadtmauer ist begehbar. Das mittelalterliche Leben mit Wollwebereien, Gerbereien und Brauereien ist heute noch an vielen Brücken, Abgängen und romantischen Szenen an der Erft zu spüren. 1618 kamen die Kapuziner nach Bad Münstereifel, die auch eine Tuchmanufaktur mit vielen Arbeitsplätzen errichteten. 1625 übernahmen die Jesuiten den Unterricht im St. Michael-Gymnasium. Es war die einzige höhere Schule zwischen Köln und Trier. Napoleon beendete, wie im ganzen Rheinland, auch hier 1802 die Existenz des Klosters. Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts brachte der bis heute andauernde Fremdenverkehr eine erneute Belebung des wirtschaftlichen Lebens im seit 1967 genannten Bad Münstereifel.